So, Freunde und Moin zusammen, willkommen zum neuen Video. Und wie ihr sehen könnt, wir haben aber wieder hier ein neues Auto vom Juli. Der hat sich jetzt hier einen schönen, sparsamen, kleinen Vierzylinder E46 318i geholt. Baujahr 2001. Steht ganz gut da. Ja, relativ sparsam. Steht ganz gut da, der Wagen. Wir müssen einiges dran machen. Ihr werdet den Wagen auf jeden Fall häufiger sehen. Jetzt haben wir hier für unser erstes Waschvideo auf jeden Fall schon Extremkandidaten. Weil guckt euch mal hier diese Felgen an. Die sehen ja wirklich bescheiden aus. Nicht das Design, sondern der Schmutz drauf. Und genauso, ne, rosttechnisch, müssen wir mal gucken, was wir hier alles machen werden. Auf jeden Fall gibt es hier noch ein Service-Video in den nächsten Tagen, was wir machen müssen. Überall ordentlich was dran an Verschmutzung. Genauso wie auch ganz extrem ist es hier. Ne? Sowas hier, boah, ich hoffe, der Wind ist nicht zu laut. Das müssen wir alles richtig gut entfernen. Womit werden wir den Wagen heute behandeln? Wir haben das neue Welle Pro Formula One, habe ich mir bestellt. Zugleich haben wir einen Green Star dabei. Damit können wir auf jeden Fall viel in die Tür falzen und sowas alles machen. Für die Felgen, die richtig krass aussehen, haben wir jetzt hier den P21S High End dabei. Mal gucken, ob der das so weit hinkriegt. Achso, das Formula One werden wir natürlich ausprobieren in der FM30 und der FM10. Habe ich extra beide dabei. Und zu guter Letzt, zum Schluss, hauen wir dem Wagen auch noch hier schön das Koch Chemie Protector Wax drauf. Los geht's! Ja, abtrocknen und waschen passiert natürlich hier mit meinen Trockentüchern und auch mit meinen Waschhandschuhen. Hier liegen sie beide. Und schauen wir uns jetzt aber auch nochmal die Türfalzen und so weiter, diese Details hier an. Also ihr habt es ja gerade schon gesehen, beim Kofferraum war es schon krass. Hier sieht es nicht wirklich besser aus. Vorne und typische E46-Krankheit, Türgriff klemmt ein bisschen. Jo. Das geht aber eigentlich noch, also hinten deutlich schlimmer, aber gerade hier in der Falz. Wir haben auf jeden Fall einen Pinsel dabei, um hier einiges zu machen, damit wir das wieder hinkriegen. Los geht's mit dem P21S High End. Juli hat den noch gar nicht ausprobiert. Ich schwärme davon ja gerade aktuell. Was sagst du? Sprühkopf? Super, ja. Ne? Der zerstäubt richtig gut. Also jetzt hier auch gezielt wieder mit ins Felgenbett reinsprühen, damit der dort auch arbeitet. Und das Schöne ist, der hat ja so eine hohe Materialverträglichkeit, wie wir bei Dr. Wack im Video gesehen haben, dass man sich da keinerlei Gedanken machen muss. Also der arbeitet sehr, sehr sanft. Das ist so Tropical Maracuja, ich weiß nicht genau, irgendwie sowas in der Richtung, ne? Ja, genau, so Cocktail, irgendwie sowas, was ich nicht trinke, das haut hin, genau. Aber ich finde den P21S Standard vom Geruch angenehmer. Und du? Den hier? Okay. Gut, die Felgen machen wir alle. Hier gucken wir nochmal drauf. Die sieht auch wieder richtig krass aus. Dass die hinteren auch so krass eingebrannten Bremsstaub haben, ist schon übel, ne? Ja, wenn man den über ein paar Jahre nicht wäscht, glaube ich, ne? Doch, das ist schon echt extrem. Gerade hier vorne sieht auch schon krass aus. Okay, also den kann man 5 Minuten einwirken lassen, ist kein Problem. Auch ein paar Minuten drüber haben wir es schon mal gemacht. Ich teste bei einer Felge, ist gar kein Thema. In der Zeit kümmern wir uns nämlich jetzt um die Einstiegsleisten, Türfalzen und so weiter. Als nächstes geht es jetzt um die ganzen Falzen hier auch beim Kofferraum. Da beginnen wir mal. APC-Mischung, was hast du reingemacht? 1:20 irgendwie sowas in den Dreh? 1:20. Okay, perfekt. Und dementsprechend auch hier in dem oberen Bereich natürlich. Guckt euch das mal an, da ist schon so viel Sift drin. Also die linke Seite ist noch krasser als die rechte eigentlich. Zumindest hier in dem unteren Bereich. Aber auch hier an der Kante sieht es richtig krass aus. Dann natürlich schön einen Pinsel, damit man den Reiniger auch nochmal gut schön aufschäumt, damit es vollkommen abgeht. Und das Ganze natürlich auch noch ein bisschen unterstützt wird zu lösen, ist das sehr, sehr sinnvoll. Ja, immer. Es kostet halt nur einfach Zeit, aber trotz diesem guten Wetter da, haben wir da drüben, hä? Wo ist es hingezogen? Schon wieder weggezogen. Gerade war es nämlich deutlich bewölkter, aber nichtsdestotrotz, jetzt sieht es gut aus hier. Also haben wir dementsprechend nicht viel los in der Waschbox und können das hier ganz easy machen. Weiter, weiter. Der Juli ist fleißig, wie ihr sehen könnt. Ne? Gerade hier die Bereiche, hintere Tür, waren ja richtig extrem. Also man sieht das ja auch, der Schaum ist hier richtig aufgeschäumt und versifft. Dreckig bis zum geht nicht mehr, genau wie auch hier in dem ganzen Bereich. Jo, jetzt geht's hier weiter. Also das kostet auf jeden Fall Zeit, wenn das eine lange Zeit nicht gemacht wurde. Gucken wir gerade hier unauffällig in den Tank. Dankdeckel. Komm mal gucken. Also du meintest ja,
Der Tankdeckel bei deinem Golf 7 GTI Performance, so, wäre schlimm. Aber das? Hey, der ist doch sauber. Das ist eine neue Liga der Verschmutzung. Komm, mach direkt. Hau drauf. Genau, lackmäßig hier bei der Kante auch nicht verkehrt, da ein bisschen zu unterstützen. Ja, gibt Kratzer, ist so. Ja, der muss sowieso poliert werden. Von daher, ihr habt es schon gesehen, wir haben auch nur einen Eimer dabei. Also bei so einem Lackzustand, so einem Fahrzeugzustand, da lohnt sich keine 2-Eimer-Wäsche, das ist ganz klar. Boah, zieh erst mal rein, was hier direkt gelöst wurde, rausgegangen ist. Ja, damit würdest du den Pinsel jetzt auch versauen. Das könnte man höchstens ganz zum Schluss machen am Pinsel. Oder aber man geht einfach mit dem Hochdrehen ja wirklich direkt drüber. Ist die bessere Variante, finde ich. Juli ist jetzt gleich einmal so weit rum. Geh mal kurz aus der Sonne, bitte. Seht man, hier hat er auch gearbeitet, weil, guckt euch das mal an, also der Wagen hier, der muss irgendwie von einem Waldmenschen gewesen sein. Der hat doch im Wald geparkt, der Typ. Das ist ja richtig krass. Und der ist anscheinend noch nicht mal in die Waschanlage gefahren, weil so einiger Schmutz, der drauf ist, den würde eine Waschanlage natürlich auch mal hier rausgeballert bekommen. Boah, krass. Krass, was da runter geht, ey. Absolut widerlich. Auch die Kante von unten hier. Nicht vergessen, nochmal ein, genau. Genau. Ja, da seht ihr es, was man mit so einem kleinen Pinsel einfach erreichen kann. Das ist richtig viel. Das ist richtig gut. Wahnsinn. Boah. Ja, also Politur hat der nach dieser Anwendung sowieso nötig. Alles andere wäre scheiße. Wahnsinn. Aber das ist natürlich der Vorteil bei Silber. Da ist Kratzerwahrnehmung nicht so wie bei Schwarz. Ne? Und da geht es jetzt, bevor wir zum Einschäumen bzw. auch abdampfen können, nochmal hier an der unteren Kante Stoßstange. Kotflügel, richtig krass. Was da rauskommt, alter Schwede. Also das ist nicht schön anzusehen, das ist echt einiges. Wahnsinn. Boah. Krass. Ich glaube, den Pinsel hier benutze ich hier sehr schön für den Lack. Tust du doch gerade eh schon. Ich meine, also Lack, das ist kein Lack hier. Ja, das ist eine Zumutung, ey. Der ist halt echt... Der hat was erlebt. Los geht's jetzt mit der Vorwäsche, nachdem wir den Wagen soweit komplett mit dem APC und dem Felgenreiniger behandelt haben. In die FM10. Es steht leider keine Empfehlung für die Dosierung für einen Schaumsprüher drauf, sondern nur für die Foam Lens. Wie riecht denn das? Riecht nicht gut? Ich weiß nicht. Kann mich nicht entscheiden, aber geil ist es nicht. Hm, weiß nicht. Komisch, so ein bisschen. Keine Ahnung. Also wir füllen auf jeden Fall, ja, geruchstechnisch gibt es geileres, das stimmt. 20 Milliliter in, aber es erinnert mich an irgendwas. Schlimm. Was ist Flim? Waldmeister Wodka. Das ist lange her bei mir, aber das könnte hinhauen. 20 Milliliter auf 1 Liter in der Gloria FM10 und 60 Milliliter knallen wir rein in die FM30. Und bei dem Wagen hier, umso mehr Schaum, desto besser, denke ich mal. Also wir werden den bestimmt einmal einschäumen, wenn nicht sogar zweimal. Dementsprechend jetzt hier auf jeden Fall nochmal 60 Milliliter nachlegen für die FM30. Und dann schauen wir mal, was da für ein Schaum rauskommt. Also es ist relativ dünnflüssig, es ist sehr dünnflüssig sogar, ne? Das hätte ich gar nicht gedacht. Okay, da bin ich mal gespannt, wie der Schaum aussehen wird. Gucken wir mal, ob das was wird. Ansonsten kann ich natürlich auf jeden Fall nochmal hingehen und mache euch ein komplettes Video. Und dann testen wir nochmal so verschiedene Mischungsverhältnisse, wie das ja bei mir auch bekannt ist im Kanal. Kann ich natürlich gerne für euch machen. Schreibt das in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf habt. So, fertig, Juli muss pumpen, los geht's. Der Juli hat fleißig gepumpt, los geht's. Ja, Schaumbild sieht soweit nicht schlecht aus. Das ist okay. Wieder was Dickeres geworden. Muss hier beachten, Julis Schaumsprüher ist ein bisschen durch. Der sprüht nicht mehr ganz so sauber. Das seht ihr auch, so komische Strahlen macht der. So 2-3-Finger-Joe-Style. Sieht wirklich so 3-Finger-Style aus hier, ne? Ich hätte gern 5 Bier. So, dementsprechend. Meinst du wirklich so Wodka irgendwas? Ich weiß es nicht sagen. Also mich erinnert es auch an irgendwas, aber wie bekannt ist, ich bin ja nicht so gut darin, das zu erkennen. Also ich denke, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein Video separat für machen mit kompletten Mischungsverhältnissen zum Formula One. Ich denke, das ist sinnvoller. Nichtsdestotrotz, wir dampfen den Wagen gleich ab. Jo, abdampfen, los geht's. Juli hat jetzt gesagt, nö, erstmal FM10, das reicht. Ihr seht ja, sind mit einer FM10 auch gut durchgekommen.
mit der Mischung hier. Das hat gepasst. FM30, gucken wir gleich auf jeden Fall auch nochmal eine Runde drüber. Aber jetzt müssen wir erstmal hingehen und hier den gröbsten Schmutz wirklich runterholen. Und dann natürlich ganz klar die ordentlich verschmutzten Felgen auch sauber machen. Ich lasse an, was da für ein Siff runterkommt, Freunde. Pervers. Da am Türgriff, alter Schwede. Wahnsinn. Also das hat richtig gut geklappt mit dem Pinsel, das Ganze schön einzuweichen und runterzuholen. So, jetzt gehen wir mal hier auf die Felge, gucken mal, was er mit der Felge... Wow, geil. Guckt euch diese fetten schwarzen Flecken an, wie sie weggehen. Der High-End hat richtig gut gewirkt, der holt alles raus. Sehr gut, aber da ist noch was da geblieben. Oh, zu krass. Müssen wir gleich wohl noch eine Runde drüber gehen. Tankdeckel, Highlight. Boah, krass. Krass. Fast wie neu. Wahnsinn. Ne? Richtig geil geworden. Also da geht auf jeden Fall jede Menge weg. So, Felge als nächstes. Oh, da muss er kämpfen. Ja, die sind zu krass. Das ist zu krass eingebrannt, sehe ich da. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, da passiert noch mehr. Okay, mal gleich nach einer zweiten Runde gucken. Und natürlich ganz klar, boah, guckt euch das braune Wasser an, was da rauskommt. Radkästen ist natürlich immens, was da los ist. Wahnsinn. Boah, was das für ein Unterschied ist von der Lackfarbe jetzt alleine. Wahnsinn. Richtig krass. Ja, das ist natürlich auch immer klar, da sieht man es nämlich richtig raussiffen, braun über braun. Boah. In diesen Ecken und Kanten noch, guck mal, was da alles rauskommt, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Oh, noch mehr, noch mehr. Ja, und das werden wir auch, genau, boah, das werden wir gleich richtig besonders gut merken, wenn wir die Türen öffnen und dann mit dem Hochdruckreiniger rübergehen. Ja, habt richtig gehört, das werden wir gleich wirklich so machen. Bei so einem Kackfass 3.0 quasi ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Aber das zeigen wir euch dann gleich nochmal genau. So, mal gucken, was er hier bei der Felge erreicht. Geht auch gut einiges runter, aber alles schafft er nicht. Ja, das ist zu krass, das sieht man auch richtig, wie fest das dran ist. Wahnsinn. Aber im Verhältnis zu vorher, muss man das ja in Relation sehen, ist das schon einiges, was da runtergeholt wurde, ne? Ganz klar. So, gerade hier an den Türkanten und so weiter noch. Zwischen Verbindungen zwischen Fenster und Tür, das meinte ich. Na, da ist was runtergegangen. Ich habe jetzt gerade gesagt, ja, der hat hier ordentlich zu kämpfen, aber klar, die Ausgangsbasis war natürlich auch hardcore. Boah, scheiße, ne? Boah, krass. Guck mal, das kriegst du noch nicht mal jetzt hier richtig runter. Mit händischer Einwirkung. Ja, Bürste wäre, glaube ich, hilfreich gewesen. Die haben wir jetzt leider nicht dabei. tausendmal besser als vorher. Wenn du dir das anguckst, und ja, das mal, da ist das schon krass, ne? Absolut. Allein wie sauber der wird. Heftig. Na, schauen wir mal an, hier in den Kanten, was da alles schon rausgeholt hast. Hinten war das übel, ne? Der Riss rostet ja richtig raus. Da kommt der Rost richtig raus, richtig. So, ich leg dir mal was nach. Ich mache keinen Kant an der Stelle, geht direkt weiter. Wie viel willst du noch? Ein Euro? Ja. Schmeiß weg. Ja. YouTube Money regelt. So. Also, Teil 2. Runter damit. Hast du den Spiegel hier von innen gemacht, weil der so krass war? Genau. Na, da war auch komplett Brünspan alles drin. Oh. Der hat ja blaue Gläser. Spiegelgläser, das hat man gar nicht gesehen davor. Komplett versifft. Kompletto versifft. Ah, sehr schön. Ja, tut sich was.
Freunde, so macht das richtig Bock. Mega kranke Ausgangsbasis, da kann man mit arbeiten, da kann man was erreichen. Das ist geil. Da geht auch sogar noch was runter. Krass. Sehr, sehr krass. Ja, genau. Geh mal ein bisschen weiter runter. Ja, das wollen wir sehen, ne? Aus jeder Ritze kommt es überall raus. Wahnsinn. Cool. So, ich mach die Tür auch noch auf. Fängst du hier bei der hier an? Ja, da kann ich schon mal üben. Ja, also hier ist auf jeden Fall drauf. So, los geht's, Hochtrainer wieder geladen. Na? Hier muss man höllisch aufpassen. Also, ihr könnt das ruhig so machen. Denkt an eure Verkleidung natürlich und den Stoff, genau wie auch hier mit den Sitzen. Ihr seht das, Juli, minimalst nur. Der Strahl ist jetzt ungefähr so breit. Und dann geht ihr wirklich nur mit dem Teil hier ganz sanft dran. Na, guckt euch das an. Gerade in der letzten Situation hast du ein bisschen gekleckert, ansonsten war es eigentlich perfekt, wie du es gemacht hast. Weil du von dem Strahl her einfach nur so ein bisschen Fitzel genutzt hast. Komm, mach direkt mal an der Beifahrerseite. Handy hast du rausgenommen, vorsorglich. Genau. Ne? Also das ist eigentlich der Trick. Und da könnt ihr mit Aufbereitern sprechen, die das beruflich machen. Das ist alles andere bei diesem Ausgangszustand zu krass. Das muss man so machen, da spricht nichts gegen. Kofferraum wird natürlich auch sportlich. Ja. Na, und immer möglichst so arbeiten, dass es natürlich irgendwo hingeht, nur nicht ins Fahrzeug rein. Muss man ein bisschen abenteuerlich versuchen, genau. Hier wieder aufpassen auf den Stoff. Aber der Sommer kommt und dann kann man es auch gut trocknen lassen, das ist kein Thema. Na, da ist ein bisschen jetzt an der Ecke nass geworden, dann ist es so. Kein Ding. So, beiden Türen noch. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn, was da einen Dreck runtergeht, Leute. So, und ich hier vorsichtig, wenn ich da gleich sitze. Klar, aber Beifahrerseite für mich ist egal. Ja, ja, das kennt man vom Juli. Was? Ja, da war nicht so viel. Ansonsten nochmal kurz 50 Cent nach. Aber unterm Strich, guckt euch das jetzt an. Wir gehen ja auf jeden Fall nochmal hin. Was sagst du? Oh, haben wir hier einen Leichenwagen oder was? Ihhh. Also, hier ist eine Menge runtergegangen, aber ihr seht jetzt zum Beispiel diese Körnchen hier drauf auf dem Lack. Das ist noch Schmutz, der auf dem Lack drauf ist. Also Handwäsche würde ich jetzt noch nicht empfehlen. Deswegen jetzt auf jeden Fall noch eine Runde FM30 nochmal einwirken lassen und runter damit. Juli hat es ja gerade gesagt, da geht noch was. Wir haben nämlich hier die zweite Runde gemacht für den Felgenreiniger. Und da sieht man es auch, der Indikator geht wieder ab. Und der Juli geht jetzt hin, arbeitet hier mit dem Pinsel auch noch. Das ist natürlich bei so einer Verschmutzung auf jeden Fall besser, um den Dreck nochmal ein bisschen mehr zu lösen. Den Bremsstopp, weil er natürlich wirklich stark eingebrannt ist bei diesen Extremfelgen. Deswegen genau, also auch hier in die Schraubenlöcher so weit reingehen, damit man wirklich alles löst. Was sagst du eigentlich zum Felgendesign? Felgendesign? Ja. Wo haben die denn Design? Ja, ja, geht. Deine. Was? Ja, schöne Sternfelge, ne? Ja, ist okay. Ist ein bisschen klein, 15 Zoll, ja. Aber gut, sind auch Winter, ne? Ja. Ja. Die Sommer sehen noch ein bisschen besser aus, genau. 16? Okay, sehr gut. Von der FM30 Party ab geht's. Das ist natürlich ein mega Schaumbild. 60 Milliliter hast du reingeknallt, ne?
Also das sieht bombig aus. Ich muss gleich mal reingucken. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich den blauen oder den roten Filter in der FM30 habe. Ich gucke gleich auch nochmal in die FM10 vom Juli rein. Das hat nicht so gut gepasst. Ich würde vermuten, machen wir doch gemeinsam einfach, er hat den schwarzen hier dran. Gucken wir mal. Nee, rot. Dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich nicht genau. Dann müssen wir hier auf jeden Fall testen, warum das Formular in der FM10 vom Juli nicht so toll war. Weil hier... Mega, ne? Jetzt haben wir gerade ein bisschen Wind, ihr hört das bestimmt auch. Boah, hast du schon eingeschäumt, geil. Das geht halt ratzfatz und macht Bock, ne? Macht halt echt Spaß, ne? Ja, FM30 ist ein Traum, ne? Vor allem kommt auch sehr schön überall ran. Radkästen bitte, genau, das hätte ich jetzt nämlich gesagt. Schön tief in die Radkästen rein, wie die Frau das mag, schön tief. Perfekt. Nein, das macht man so zur Deko. Und ich befürchte, gleich kriegen wir ein bisschen Regen, weil da zieht es gerade ordentlich zu. Und ich sehe gerade, guck mal auf dem Wagen da oben, die Wimpern. Die sind nicht draufgeklebt, sondern drangeklebt, die da im Wind wackeln. Geil. So, hast du gesehen? Ja, du. So, wunderbar. Fahrzeug schön einschäumen. Traumhaft. Traumhaft. Also der steht auf jeden Fall schon ganz anders da, als gerade als wir angefangen haben. Immer noch an der gleichen Stelle. Der steht aber schon anders da. Du bist ein Typ, ey. Du bist Linkshänder und pumpst mit rechts? Ja. Ich mach viele Sachen mit rechts. Wie machst du das denn abends? Genau, das ist nämlich jetzt die Frage. So, damit die Jugendschutzbeauftragte hier keinen Stress macht, stoppen wir dieses Gespräch an der Stelle. Das ist mega, das Schaumbild. Also das Formular in der FM30, feinstes Zeug. Richtig geil. Echt. Also das kann sich sehen lassen. Wunderbar. So soll das sein und nicht anders. Echt cool. Hast du mal geguckt, der hat gar keine Kratzer, der Wagen. Die überdeckst du gerade mit Schaum, ne? Ich hab keine geguckt. Nee, jetzt, ich hab nicht geguckt. Kann ich nichts zu sagen. Meinst du nicht? Keine Kratzer. Boah, jetzt geht der Wind aber wieder ab. Guckt euch mal die Wolken da oben an. Alter Schwede. Geht's aber richtig rund, ey. Jetzt müssen wir ein bisschen beeilen. Wäre hilfreich. Okay, wir schäumen flott zu Ende ein. Ich spreche die ganze Zeit im Plural. Auch wenn der Juli nur arbeitet und ich nur filme. Aber ist ja egal. Dementsprechend danach abdampfen. Ja, Freunde, da seht ihr es. Der Wagen hat tatsächlich hier Xenon-Scheinwerfer drin. Und es fängt nämlich gerade richtig ordentlich an zu regnen, wie gerade befürchtet. Dementsprechend machen wir hier den Switch in die Indoor-Box. Yo, muss man sich einfach darauf einrichten, das kann passieren. Gar kein Stress. Der Wagen muss sauber werden, deswegen machen wir weiter natürlich. Wagen abdampfen, wir müssen uns jetzt ziemlich beeilen. Regen geht hier echt ordentlich ab, wie ihr sehen könnt. Sehr, sehr bescheiden. Dementsprechend, Juli ist schon dabei. Macht das hier. Die Lanze hier auch zum Beispiel, ne? Jede Waschbox ist anders. Ist eine komplett andere Lanze dran. Die hat einen anderen Sprühstahl. Ganz anders vom Verhalten her. Muss man sich dann auch ein bisschen umstellen. Der Vorteil hier in der Waschbox ist auf jeden Fall, die Lanze hier ist deutlich kürzer, sodass man auch besser in die Radkästen und Unterbodenwäsche so ein bisschen abdampfen kann. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil hier in dieser Box. Und die wurde ja jetzt hier kürzlich erst ein bisschen frischer gemacht, renoviert. Genau, schön alles runter, wunderbar. Ja, perfekt. Genau, wo haben wir es hingestellt? Hier unten rein. Da ist es, genau. Also, Formular, wir testen das jetzt auch für die Handwäsche, nachdem der Wagen ja jetzt... Das ist ein Witz. Ja, keine Ahnung, mach mal einen guten Schuss rein, wie immer. Kennst uns ja. Ja, reicht. Juli ist heute gut drauf, sehr schön. Ja, dementsprechend aufschäumen und dann machen wir hier die Handwäsche. Übertreiben musst du das echt nicht. Also ich bin dafür, das machst du so als
Thumbnail, ne? Juli muss noch mal eine Runde nacharbeiten. Er findet noch einige Stellen. Gerade hier beim E46 ist ja auch diese Leiste um die Türen, um die Scheiben rum. Und dazwischen befindet sich auch noch einiges an Schmutz. Und dementsprechend noch mal Runde APC mit der Bürste drüber gehen. Bürste sag ich schon, mit dem feinen Pinsel. Naja, sind da echt noch so ein paar Stellen. Ich sehe es jetzt gerade hier auch an der Stelle. Nee. Kneten, anders hilft es nicht, ne? Also der hat natürlich auch ordentlich was gesehen in der Zeit, der Wagen. Der Juli ist fleißig, benutzt jetzt hier direkt von Anfang an den weißen Wonder Washer Waschhandschuh von mir. Einfach aus dem Grunde werden wir das gesamte Fahrzeug mit nur einem Eimer und einem Waschhandschuh waschen. Ja, habt richtig gehört, das ist einfach so, weil der Wagen ist einfach noch in dem Lackzustand, in dem Schmutz. Da braucht man nicht mit zwei Eimern und auch nicht mit zwei Waschhandschuhen hingehen. Womöglich versaut ihr euch danach dann die Waschhandschuhe. Dementsprechend machen wir das lieber auf diese Variante her. So, aber sonst vom Prinzip her gleich. Handschuhe auch immer wieder gründlich auswaschen schön. Und hingehen und wieder neues Wasser reinholen, beziehungsweise Shampoo-Wasser. Und das, wie verhält sich das denn eigentlich auf dem Lack vom Gleiten, Gleitverhalten und so, das Formula? Kannst du schwer sagen, weil die Kiste halt dreckig ist und du merkst halt, okay, ist total rau, aber an sich, ja, ganz gut. Okay. Ja, schäumt jetzt ganz gut, ist okay. Keine Glanzleistung, aber auch nicht sonderlich schlecht, würde ich mal sagen. Ne? Man sieht das ja hier, gerade wo er hinten war, noch am Schäumen. Im Eimer sieht es ganz gut aus, ist okay. Ja, aber klar, der Lack ist natürlich in einem Zustand, da ist es schwerer zu bewerten. Aber passt soweit. Dementsprechend machen wir den natürlich soweit komplett noch fertig. Und genau solche, da ist sogar eine Beschädigung hier am Lack an der Stelle. Aber auch diese Flecken, die hier noch so teilweise drauf sind, kriegst du teilweise nicht weg. Ja, einen ganz kleinen. Und dementsprechend, das müssen wir auf jeden Fall mit Knete machen. Während der Juli jetzt hier den Wagen noch schön per Hand wäscht, schauen wir uns jetzt auch nochmal hier das Ergebnis der zweiten Felgenreinigung mit Pinsel in Kombination an. Und ich finde, das sieht deutlich besser aus, das kann sich sehen lassen. Hier links und im unteren Bereich hat er es nicht alles wegbekommen. Das war dann wohl doch zu stark für den High-End, okay. Da muss man dann wirklich nochmal, auch im demontierten Zustand natürlich, wenn man das Felgenbett da hinten anschaut, ist viel, viel, viel runtergegangen, aber halt nicht alles. Ist das nicht ein Wahnsinnswetter? Guckt euch das an. Jetzt schnallt die Sonne hier wieder und geht voll ab, sodass der Schaum sogar hier hinten auf dem Heck leicht am Trocknen ist. Okay, muss man sich als Autopfleger darauf einstellen, kein Ding, kriegen wir hin. Dementsprechend handwerklich war der Juli sehr gründlich, hat er hingekriegt, hat er gemacht, alles runter, was man so weit runterholen konnte. Jetzt hier natürlich bei der Fensterkante nochmal gut aufpassen und boah, hier geht's aber auch ab. Dementsprechend Wagen abdampfen und gleich hauen wir ja noch das Protector Wax drauf, hatten wir ja als Idee. Dementsprechend gehen wir gleich hin, füllen die Gloria mit einem Liter Frischwasser auf, hauen 30 Milliliter vom Protector Wax drauf und dann wird er wieder damit behandelt. Geht halt super easy, super schnell, geiles Zeug. Schaut da gerne auf jeden Fall bei Facebook mal rein, der Chris Barbie, hier an der Stelle schönen Gruß und danke geht raus. Hat das bei sich auf dem Dodge Challenger, so ist es richtig, genau auf seinem Wagen drauf und hat das jetzt seit, ich glaube, 5-6 Wochen drauf, Status aktuell, wo ich das Video drehe. Und das perlt immer noch ein bisschen. Ne? Also das Zeug ist wirklich super. Kann man nichts gegen sagen, weil das seht ihr gleich auch. Kurz aufgesprüht, einwirken lassen und direkt wieder runter damit. Geht halt super easy. Vom Protector Wax 30 Milliliter auf 1 Liter Wasser, meine Empfehlung. Das klappt wunderbar. Geiler Geruch, Dark Cherry mäßig riecht das ja. Richtig gut. Und dementsprechend einfach jetzt hier auf den Liter Frischwasser von der Gloria drauf. Und dann ab dafür. Da seht ihr es, ab geht's. Ne? Ja, die Gloria ist jetzt nicht die beste, muss man dazu sagen. Da müssen wir mal gucken, Filter mal richtig einstellen, sauber machen. Ich würde vermuten, dass der ordentlich verstopft ist. Nichtsdestotrotz, oh, mir kommt gerade eine Duftfahne entgegen. Ne? Hammer. Ne? Dark Cherry, man kennt es, diesen Geruch oder überhaupt Cherry-mäßig. Richtig geil, riecht absolut top. Dementsprechend flott aufsprühen auf den Wagen, nicht zu lange abwarten dann. Oder mit der Sonne hinten muss man auf jeden Fall aufpassen, damit es keine Fleckenbildung gibt. Genauso wie auch bei anderen Versiegelungen, also Nassversiegelungen. Und dementsprechend danach Klarwasser, einfach das saubere Fahrzeug jetzt nochmal abdampfen und danach abtrocknen und dann haben wir den Wagen fertig. Genau. Du kannst auch Richtung Rad
Radkästen und sowas ein bisschen gehen. Also Kunststoff, Gummiteile, so kann man alles machen. Der geht auch in die Ritzen mit rein. So wie wir das mögen, das ist optimal, weil der auch so eine leichte kleine Versiegelung dann auch auf Gummiteile und sowas aufträgt. Wagen ist soweit komplett einbehandelt mit dem Protector Wax und dann geht's schon ab. Guck mal auf die Scheiben drauf, da sieht man es immer ganz schnell, ganz extrem, wie geil das direkt abperlt. Und auch hier an den Seiten sieht man es schon, da fängt es dann direkt an und perlt richtig schön ab. Das ist halt super easy gemacht, ohne viel Aufwand. Und so weiter. Und hier auch zu sehen, hintere Tür, perlt schon richtig schön. Sehr, sehr gut. Perfekt. Also, Juli dampft den Wagen soweit komplett ab. Muss ja ein bisschen aufpassen. In der Box merkt er ja, hier kommt das ganze Wasserdampf entgegen. So, und dann sind wir gleich endlich durch. Und dann steht der Wagen wieder deutlich geiler da. Schöner, schöner Klassiker. Ja, fast fertig mit dem Wagen. Hier noch die letzten Züge. Schön abdampfen. Oh, und auf der Scheibe sieht man das einfach am geilsten, wie schön das Ganze abperlt. Immer wieder ein Traum. Perfekt. Und ich muss sagen, ich an Julis Stelle wäre hingegangen, hätte zuerst das Heck gemacht, weil das ein bisschen in der Sonne stand. Aber das ging jetzt, das war nicht so das Problem. Und guck mal auf den Kunststoff. Da perlt selbst der Kunststoff danach so ein bisschen, ne? Das ist halt eine geile Sache bei dem Zeug. Hier, gerade hier sieht man das ganz gut. Zack. Wunderbar, ne? Da unten leichte Perlenbildung, darf nicht zu viel von erwarten, aber man investiert ja auch nur ein paar Minuten Zeit. Los geht's, Juli will sich Mühe geben, da bin ich immer gespannt. Mit dem 300 Me Too Wonder 3 Trockentuch, oh, wunderschönste Kante, zieht euch da rein, absolut streifenfrei, wunderbar. Mach nochmal über die Mitte, genau so, das will ich sehen. Ach, ein Traum, richtig geil. Wunderbärchen. So, Fahrzeug wird soweit komplett getrocknet und danach sind wir durch. Da kriegt er noch ein kleines Finish, Show it off hier von diesem wunderschönen Kfz. Freunde, das war's soweit. Da kommt das gute Stück. Ich wollte ihn auf jeden Fall hier während der Fahrt noch mal ein bisschen mitnehmen. Zieht euch den mal rein. Also das sieht jetzt doch mal nach einer ganz anderen Basis aus. Richtig geil geworden, der Wagen. Klar, ist noch was zu tun, wenn man den wieder richtig komplett herrichten will. Ich denke, diese ausführliche, wirklich sehr, sehr gründliche Wäsche kann sich sehen lassen. Guckt euch jetzt mal den Lack hier an. Dieser Zustand ist ein Vierzylinder, Juli. Jo. Dementsprechend wirklich geil geworden, echt toll. Gerade hier mit dem Protector Wax kommt nochmal auf jeden Fall richtig gut was raus. Okay. Was wir auf jeden Fall noch gesehen haben, sind hier diese Flecken. Und das werden wahrscheinlich Flecken sein, die sich durch die Sonne in den Lack eingebrannt haben vom Sonnencreme. An einigen Stellen hat er das dran. Wenn wir darüber mal ein Special-Video machen sollen, wie man das wegbekommt, können wir das gerne auf jeden Fall machen. Da haben wir noch ein bisschen Wasser, sehe ich gerade, müssen wir nochmal abtrocknen. Aber ansonsten sehr, sehr schöner Klassiker. Hier kleiner 318 ist der Juli ganz spannend mit unterwegs. Dementsprechend, ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn das so ist, gerne den Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Wagen findet. Ich freue mich auf jeden Fall, jeden einzelnen davon zu lesen. Dementsprechend danke fürs Zuschauen. Haut rein. Abonniert den Kanal kostenfrei, wenn ihr es nicht getan habt. Bis zum nächsten Video. Ciao.